So, natürlich fehlt jetzt außen auch noch die Dekoration, aber ich lasse die Zeit mal weiterlaufen. Die können ja, bis, die müssen ja eh ein Stück hier hochlatschen jetzt erstmal. Aber ich denke, so nach und nach sollten wir das schon so machen, dass wir die Räume ein bisschen upgraden. Weil dann natürlich unser Personal zufriedener ist und zufriedeneres Personal macht natürlich auch zufriedenere Arbeit. Oder so ähnlich. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und ich werde das hier mit diesem Zimmer natürlich dann auch noch machen, sobald es hier gleich durch ist. Und dann fehlen hier hinten natürlich auch noch die Klos und so. Ich weiß. Und hier, ja, müssen wir dann auch noch mal ein bisschen aufräumen. Ich würde einfach mal die ganzen Bänke und so verkaufen. Wir kaufen das dann eh neu. Das hin und her zu transferieren dauert eh viel zu lange. So. Das können wir trotzdem hier unten so stehen lassen. Das würde ich vielleicht noch wegmachen. Aber hier diese Essensstation. Katschi. So rum. Die können wir ja mal hier lassen. Ja, das kann auch weg. Das. Ja, können wir umdrehen. Und dann mache ich mal das noch. Zack. Das noch. Zack, und das können wir mal ein bisschen bearbeiten. Schwupp. Noch mal alles ein bisschen größer einfach. So. Patschi. Halt. So rum. Zack. Zack. Passen hier zwei nebenan? Na, es wäre ja auch zu schön gewesen, oder? Gut, dann machen wir es halt mittig. Oder wir machen das hier hin und einen Abfalleimer daneben. Passt der? Jawohl. Naja, wenigstens etwas. Hier noch Klos hier hin. So vielleicht. Ich könnte theoretisch ist hier noch eins hin. So. Ein etwas größeres Klo mit fast Prestige-Stufe 3. Das heißt, wir machen hier auch ein Bild noch hin. Dann haben wir Stufe 3 erreicht. So, schon gewusst. Ja, Visualisierung haben wir schon öfter genutzt. Weiterbildung benötigt. Ja. Wo arbeitest du denn? Diagnostik? Weiterbildung? Ja, vermutlich in der Dings-Klinik hier. Dann machen wir auch mal so. Können wir ja weiterbilden lassen. Unsere Mitarbeiter, ist ja kein Problem. Hier hinten ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen tote Hose. Aber das löst sich mit Sicherheit wieder. Sobald wir irgendwas Neues brauchen, können wir ja hier wieder rumbauen. Warum habe ich jetzt hier immer noch... Ja, war ein Bug. Alles gut. Sobald wir irgendwas erweitern müssen, können wir ja hier noch reinziehen. Ist ja kein Ding. Wir müssen aber auf jeden Fall die Personalzufriedenheit erhöhen. Update, Öffentlichkeitsarbeit. Beeindruckt vom tollen Krankenhaus, der VIP, das Subi. Jetzt haben wir natürlich hier den Deprimator 2 schon stehen. Das ist natürlich ungünstig. Weil doch, das geht. Okay, also ich könnte, wenn ich jetzt hier hingehe, Raum kopieren. Mir gefällt es, wie ich das gebaut habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann setze ich jetzt erstmal hier hin. So. Dann entferne ich den hier. Zieh mir den hier rüber, weil der halt schon geupgradet ist. Ihr versteht. Und dann fehlen hier noch ein, zwei Kleinigkeiten, weil der ist noch nicht Stufe 4. Was aber nicht groß unser Problem sein sollte. Ich kann natürlich hier so ein bisschen... So. Ach, guck mal, das könnten wir sogar noch weiter upgraden wie Stufe 4. Passt das hier noch dahinter? Jawohl, guck mal, das passt hier noch hin. Aber so wollte ich es nicht. Ich wollte, dass das... Ich setze den mal hier vor, so... Müssen wir das hier halt manuell nochmal nachkorrigieren. Spring, spring, spring. So. So. Zack. In Ordnung. Dann kann der hier nämlich verkauft werden. Die ziehen wir mal ein Stück vor. Zack. Den bearbeiten wir. Zack. Nein. Den ganzen Raum bearbeiten wir, wollte ich sagen. Und dann können wir das drehen. Hier hin machen. Zack. Und die Bänke.
Bücher hier nochmal platzieren. Die Bank platzieren wir hier hin. Den Mülleimer platzieren wir hier hin. Müsste das funktionieren, theoretisch. Dann haben wir nämlich hier wieder... Das ist ja eigentlich auch 4 Sterne. Nee, guck mal. Da haben wir ja noch gar nicht drauf geachtet. Hoppala. Dann machen wir das hier mal noch ganz schnell. So. Und so. Und so. Das ist ja nämlich auch schon Stufe 4. Bei glückliche Mitarbeiter. Ihr wisst, ein Klöchen fehlt hier hinten noch. Das können wir natürlich machen. Wir gehen mal hier hin. Zack. Bearbeiten, machen jetzt mal hier unsere neuen tollen Tricks. Das Problem ist natürlich, wenn ich es jetzt so mache, dann kommt hier keiner mehr vorbei. Das ist halt doof. Dann machen wir es halt erstmal hier hin. In Ordnung. Ich denke, das reicht hier zum Vorbeigehen. Das ist in Ordnung. So, und wir brauchen ein Personalzimmer, wobei halt hier hinten dieses riesige Personalzimmer ist. Aber das ist blöd, wenn die so weit laufen müssen. Das... ja. Geht aber trotzdem erstmal. Was haben wir denn hier? Stationsnotfall. Einige Stationspatienten wurden aus einem Jumbo-Krankenhaus geworfen, da sie die Behandlungsmethode in Frage gestellt haben. Sie hoffen nun auf weitere Behandlung anderorts. Anderenorts sollten wir sie aufnehmen. Ja, können wir machen. Aber wir müssen auf jeden Fall vorher die Station erweitern. Das hatten wir ja eh schon lange vor. Bearbeiten. So, zack, zack. Und wir brauchen noch ein paar Betten. So, zack. Zack. Ah, dann passt hier. Warte mal, wenn ich das jetzt aber so drehe. So. Dann würden hier noch 2 nebeneinander passen. Genau. Das geht. Dann drehen wir das hier auch mal so rum. Tut mir leid, einer Mensch ohne Nachtschränkchen. Wobei wir könnten hier natürlich... Passt aber trotzdem nicht. Wollen wir das jetzt so machen? Nee. Es tut mir leid, aber dann hat eben einer kein Nachtschränkchen. Hat sie das wirklich gesagt? Ja. Aber wobei wir könnten natürlich... das so machen, weil wir brauchen sowieso noch eine Umkleide. Fällt mir gerade ein. Ich denke, 3 Umkleiden reichen dann nicht mehr aus für die ganzen... für die ganzen Patienten. Und die Musik ist schon wieder leer irgendwie. Musik, hello? Komm bitte bald zurück, liebe Musik. Oh, das ist immer so ein bisschen weird, wenn plötzlich die Musik weg ist. Aber ich denke, das ist verkraftbar mit der Hoffnung, dass sie bald zurückkommt. So. Das reicht schon. Das ist halt immer ein bisschen doof, dass sie hier alle so alle rauskatapultiert werden, aber naja. Ihr schafft das schon, liebe Leute. Aber wo gehen die halt alle hin? Ah doch. Nee, Termin in der Arztpraxis. Mit deinem Nachthemdchen. Und du? Naja gut, dann, ja, kein Kommentar. Aber es, was soll ich denn machen? Das ist doch kacke sonst. Ich kann ja jetzt nicht jedes Mal eine neue Station bauen, nur weil da gerade 2, 3 Leute drin sind. Oder dann halt einen komplett neuen Raum extra. Personalherausforderungen. Erreiche die Stufe 4 mit Pausenzimmer. Ja, haben wir das nicht? Ist das hier hinten nicht Stufe 4? Oh, das ist immer noch Stufe 3. Naja gut, dann nehme ich die Herausforderung an. Und habe ja zum Glück diesen coolen Teppich jetzt schon freigeschaltet. Den kann ich natürlich hier drin platzieren. Was sich ja schon mal anbietet auf jeden Fall. Und platziere noch eine Uhr und tataratatata und schon haben wir es geschafft. Aber wir können natürlich hier noch ein bisschen weiter auffahren. Gerade hier vorne ist ja auch noch ein bisschen Platz. Da könnte natürlich noch ein Sofa hin. Wobei, nee, ist blöd. Sessel? Nee, ist auch blöd. Den Mülleimer. Den haben wir vergessen. Der fehlt auf jeden Fall hier drin. Ich könnte. Was haben wir denn noch? Wir haben eigentlich nicht wirklich viel, was wir hier drin noch platzieren könnten. Ich denke, so reicht es erstmal. Wir haben eine Weiterbildung, die benötigt wird. Und wir haben die Herausforderung, was plus 25% Zufriedenheit für die junge Dame bedeutet, was schon mal sehr, sehr praktisch ist. Krankenpflege. Jetzt weiterbilden. Diagnostik 2. Ich denke, das
passt. Ich weiß zwar nicht gerade genau, wenn ich ehrlich bin, wo derjenige arbeitet, aber wenn er Diagnostik 1 hat und ich das so eingestellt habe, dann sollte das auch so passen. Vor der Station stehen die Menschen Schlange. Echt? Ja, aber hier ist doch genug Platz. Also, daran liegt es nicht. Aber wir können ein paar Bänke, dann können sie wenigstens Schlange sitzen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. So. Ja, ich verkaufe das. Ich baue gleich ein neues. So. Zack, dann könnt ihr Schlange sitzen, ihr Lieben. Ihr lieben Liebenden. Oh, das passt das nicht. So, gut, dann halt nochmal neu. So. So. Und Mülleimer. Hallo? So. Muck mich hier. Zack. Zack. Pflänzchen. Nee, Broschürenständer. Broschürenständer sind auch super, weil mit denen kann man noch ein bisschen Geld verdienen. Zeitschriftenständer. So, zack. So, ihr Lieben, jetzt könnt ihr Schlange sitzen. Gern geschehen. Das Ding ist halt, jetzt kriege ich hier die Nachricht, dass hier so viele Leute anstehen, aber es ist halt noch gar keiner drinne. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, klar, die kommen jetzt, aber trotzdem, es ist ja noch niemand drinne, der jetzt irgendwie sich beschweren könnte. Das, ja. Naja, naja. So. Wie kriegen wir denn jetzt die Personalzufriedenheit noch ein bisschen höher? Indem wir eine Arztpraxis aufleveln. Die hat zum Beispiel nur Stufe 1, die hat Stufe 2. Also wir müssen auf jeden Fall... Was ist denn mit der? Hier sitzt gerade gar keiner drin. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Das heißt, das wird mal unser Proberaum. Ihr kennt das Prozedere. Wir gehen auf Bearbeiten. Den mache ich erstmal hier ein Stück weg. Den mache ich erstmal ein Stück weg. Machen die mal so. Auf jeden Fall eine Nummer größer. Dann passt die aber auf jeden Fall noch hier hin. So, den machen wir hier hin, das machen wir da hin. Zack. Wir brauchen eine Lampe. So, da steigt schon mal. Wir brauchen ein paar Bücherregale. Ich mach die vielleicht sogar direkt so und verkehrt herum. Dann haben wir gleich zwei Bücherregale. Krass, ne? Setz hier ein paar Pflänzchen rein. Oh, den können wir vielleicht, können wir den so rummachen. Das ist vielleicht ganz gut. Anatomie-Poster. Nee, kein Clown-Poster. Erleuchtungsposter. Wo ist es hin? Erleuchtungsposter. Ich mache es hin und es ist weg. Komisch. Ein Anschlagbrett. Eine Uhr. Zeichnungen. Und auch hier mache ich jetzt mal diese Kaffeemaschinen-Sache. Ich denke, das ist ganz gut. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, in der Arztpraxis eine Kaffeemaschine aufzustellen. Aber wenn es die Leute glücklich macht, der Gott soll's. Ich mache auch. Ich wollte die eigentlich vorne in die Ecke stellen, aber da steht sie eigentlich auch ganz gut. Ja, lieber Zufall, dann lassen wir das so. Okay, hier ist noch ein Aktenschrank. Langsam wird es voll hier drin, aber es reicht noch nicht. Wir brauchen noch ein Bild. Noch ein weiteres Bild. Und zwar die Ernährungspyramide haben wir schon. Anatomie-Poster. Was haben wir denn noch nicht? Ach, das Sehtest-Poster. Ich weiß, ich könnte das Clowns-Poster hier aufhängen, aber ich möchte nicht. So. Arztpraxis. Ups, allein, entschuldigt. Neue Stufe. Und hier vorne. Das... Das ist jetzt Stufe 4. Kriegen wir das hier vorne hochbearbeitet, ohne groß was umzubauen? Weil ich finde es schön, dass so klein ist. Finde ich sehr schön. So, Lampe. Die passt natürlich schon mal nicht. Das ist schon mal doof. Ach ja. Dann setzen wir hier noch ein Stück um. Dann passt hier auf jeden Fall schon mal eine Lampe hin. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal fast Stufe 3. Ich verbessere. Wir haben Stufe 3. Aber ich glaube, Stufe 4 schaffen wir hier vorne mit dem nicht. Selbst wenn ich hier alles zutackere mit diesen schnieken Pösterlis. Und wenn ich sage zutackern, dann meine ich zutackern, weil was anderes bleibt mir tatsächlich irgendwie nicht übrig. Ich würde das wirklich gerne schöner machen, aber dann machen wir es halt zweckmäßig. Ach, so, noch eine Uhr.
Ich könnte natürlich noch einen Teppich reinlegen. So. Ich möchte nicht. Aber es bringt so viel. Ah, ist ein bisschen arg flauschig, aber ach, was soll's. Was soll's. Aber es reicht immer noch nicht. Es reicht leider noch nicht. Was machen wir denn noch? Was haben wir denn noch? Irgendwas Kleines, das viel bringt, bitte. Noch eine Uhr. Wir könnten hier noch ein Poster hinkleben. Es ist nicht hübsch, ich weiß. Aber zweckmäßig. Die Uhr kann theoretisch hier dahinter. Ah, dann kann hier nämlich noch ein Poster hin. Aber es reicht immer noch nicht. Wir brauchen noch eine Pflanze. Irgendwo hier. So, zack, Stufe 4. Es ist, wie gesagt, es ist nicht schön, aber es ist zweckmäßig. So. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen hier mal verkaufen. Ja. Und hier kopieren. Und das drehen wir. Zack. Zack. In Ordnung. Hat das Stufe 4? Ja. Jetzt haben wir nämlich hier Stufe 4, da Stufe 4. Hier Stufe 4 und die müssen jetzt halt noch ausgetauscht werden. Da warten wir halt drauf, dass das jetzt hier, ne, dass die Behandlungen vorbei sind, damit nicht die mitten in der Behandlung rausgejagt werden. Und sollte das auch noch nichts bringen oder nicht genug bringen, ja, der Umtöpfer kann abgewählt werden, weiß ich, dann... Ich kann es nicht glauben, dass ich das sage, aber dann kriegen halt alle mehr Geld. Oh, ich muss hier die mal... Ah, die ist schon ganz vorne. Du kommst mal vor. Oh, schöne Monobrau, du kommst auch mal vor. So, du kommst auch mal vor. Oh, Monobiest. Klar. Beförderung, Beförderung. Ja, von mir aus. Seid zufrieden und... Ach, guck mal hier. Jetzt haben wir schon 70% erreicht. Sehr gut. So, hier ist noch ein Bett frei. Genau, hier kommt noch jemand. Ah, hier sind sogar zwei Betten frei. Zack, zack. Das ist so ein Zwiespalt. Weil ich bräuchte theoretisch jetzt noch mehr Betten in der Station, damit die Leute alle frühzeitig behandelt werden können. Das ist ein bisschen doof. Du kannst schon mal reinkommen. Okay, hier sind auf jeden Fall sind zwei Betten frei. Ich denke, das reicht. Weil die 7 sind ja jetzt Bonus. Normalerweise brauchen wir nicht so viel. Wenn ich jetzt wieder was upgrade, ist es halt doof. Weil dann ist es wieder umsonst und... ihr wisst, was ich meine. So. Haben wir es jetzt hier mal langsam? Jetzt kommt hier schon der nächste. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam, zu langsam, zu langsam. Ja, jetzt können wir... Zack. Verkaufen. Jawohl. Vorziehen. Vorziehen. Mono. Oh, guck mal an hier. Was bringt's? Ich weiß nicht, aber es ist lustig. Ich find's lustig. Kopieren. Platzieren. Bestätigen. Zack. Ich find's irgendwie lustig. Idiot. Aber cool. Ich finde es auf jeden Fall echt cool gemacht. So, viele Mitarbeiter mit freien Weiterbildungsplätzen. Hm. Dann bilden wir weiter. Komm, wir bilden einfach mal weiter. Kurs starten. Und mir fällt gerade erstmal was anderes auf. Wir machen hier erstmal bearbeiten. Und die Musik ist schon wieder weg. Wo ist ständig die Musik hin? Das ist mal im Ernst. So. Bauen das hier mal ein bisschen um kurz. So, warte mal. Wir machen das mal. Zack. Nehmen die direkt neu. Dann kann ich die drehen und platzieren in einem. So, zack. 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 Oh. Das ist schief. Ich sehe es gerade. Aktenschränke, ja. Können wir hier genau Whiteboard. Das hätte ich gerne. Das kann ich
vorne mal noch hin, zack. Und Anschlagbrett kommt hier hinten zu, nicht zur Tür. Dann kommt es eben hier zur Kaffeemaschine. So, und wir brauchen diverse Poster, natürlich, weil wenn hier Sachen beigebracht werden, dann braucht man ja auch Poster, an denen man das veranschaulichen kann. Gibt total Sinn. So. So, und wir haben auch schon fast die Stufe erreicht. Eine Uhr. So, hier hinten macht total Sinn, wenn die da ist, weil da kann sie niemand sehen. Aber sie kommt trotzdem dahin. Und für die frische Lernluft noch ein paar Pflanzen. So, zack. Jetzt haben wir hier so einen riesen schönen Weiterbildungsraum, in dem wir jetzt einen Kurs starten. Und zwar einen Kurs für Hausmeister. Und zwar in Geisterjägerei. Und da bilden wir direkt noch jemanden mit drin aus. Damit nämlich mal unsere ganzen Hausmeister alle Geister jagen können. Ist nämlich ein bisschen nervig, wenn die nicht dann immer jemanden suchen muss. Und dann so, ah nee, doch nicht. Ah nee, ja, doch nicht. Gut. Aber jetzt so im Großen und Ganzen, finde ich, langsam nimmt es doch wirklich Gestalt an.